und dich darauf aber auch gut einzustellen, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Und zwar habe ich jetzt für dich hier mein Lieblingscappy. Und wenn du dieses Cappy auffasst, dann wirst du dich gleich wirklich, wirklich noch mal ein bisschen mehr fühlen wie in Südafrika. Glaub's mir. Ich setz dir mal auf, okay? Du wirst es direkt merken. Also du sahst gerade eben ja auch schon top aus, aber jetzt, wow, mega. Ja, und damit wünsche ich dir eine ganz entspannende Reise und ganz viel Entspannung und einen guten Job. Die Sonne ist so schön wohlig warm. Und heute dreht sich alles um Kapstadt. Wenn du überlegst, dorthin zu reisen oder dich einfach ein bisschen zur Entspannung berieseln zu lassen, dann habe ich jetzt ganz, ganz coole Highlights für dich. Die kannst du auch nachlesen dann in meinem Blog flüsterentspannung.de. Jetzt aber erst einmal zu den Highlights. Danach erzähle ich noch ein bisschen was zur Kriminalität, wie es ist, als Mädel alleine nach Kapstadt zu reisen. Fangen wir erstmal an mit den Highlights. Wir haben jetzt hier, wenn das hier Kapstadt ist eben, dann haben wir hier den Tafelberg. Und der Tafelberg, das ist so das Wahrzeichen Kapstadts, den sieht man von überall. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Genau. Von dort oben hat man einen wunderschönen Blick hier überall über die Stadt rüber und noch ganz, ganz viel weiter natürlich. Das gleiche gilt für die Sonnencreme. Da nehme ich auch immer so ganz, ganz wenig mit, um eben nicht zu viel mitzuschleppen. Genau, das ist jetzt so eine 50er Sonnencreme.
ich auf jeden Fall auch immer mit einen Mascara, um dann nochmal nachzutuschen, wenn der Abend vielleicht doch ein bisschen länger dauern sollte. Okay. Pip sei verziehen. Er ist ja auch ein Mann und ich glaube, beim Thema Mascara hat er vielleicht nicht so ganz Bock drauf. Genau. Kann das ja auch mal auftragen. Das ist gleich ein schönes Gefühl, dass die Augen einfach nochmal ein bisschen mehr strahlen, nochmal größer sind. Ja, ich finde, Mascara macht auch wirklich was aus. Also wenn man mich jetzt fragen würde, welche Produkte würde ich so weglassen, dann wäre es halt am ehesten so die Foundation. Wobei, wenn man halt gerade im Teenageralter ist und hat einfach sehr, sehr viel Pickel, kann ich auch verstehen, wenn man dann eben Foundation benutzen möchte. Und jetzt darfst du deine Inspirationskarte morgen ziehen. Was sind dann jetzt die ganzen Karten? Das sind ganz schön viele. Hast du deine Lieblingskarte ausgewählt? Die? Ja. Okay. Und die Karte, die du gewählt hast, lautet: Jeder Mensch trägt Gene von unbekannten Vorfahren in sich, wie in der Schatztruhe. Ja, etwas, worüber man jetzt nachdenken kann. Und ich würde sagen, wir ziehen noch eine Karte. Also, die ist auf jeden Fall spannend, aber ich habe halt ein paar Lieblingskarten. Ich hatte natürlich gehofft, dass eine von meinen Lieblingskarten kommt. Also nochmal. So. Ich wähle jetzt auch extra eine aus, die ganz in der Mitte liegt. Und die Karte für morgen oder für jetzt wird: Glücklich ist, wer tut, was er liebt.
Unboxing meiner neuen Kamera, die mitkommt. So. Genau. Oh, ich bin so gespannt. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich hiermit 2-1-1 habe. Nämlich sowohl Handy als auch eine gute Kamera. So ist zumindest die Idee. Samsung S6. Tim hat das nämlich und hat mir erzählt, dass voll die guten Fotos macht. Das eine Instagram-Foto von uns beiden hat er mit der Kamera gemacht. Gut, das soll jetzt nicht so viel heißen, aber ich hoffe, die ist ganz gut. Also, falls jemand von euch das Handy hat, das hatte ich bei eBay günstig bekommen, weil es ein Ausstellungsstück ist. Genau, ich probiere das dann gleich mal aus. Aber dir wünsche ich jetzt erstmal eine gute, gute Nacht. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann von unterwegs hoffentlich. Ich freue mich, ihr Lieben. Schreib dir jetzt eben mal so ein bisschen den Tag. Man schnallt sich dann eben den Rucksack auf und geht dann einfach los. Man geht und geht und geht. Ich bin immer so um die 7 Stunden gegangen, so zwischen 25 bis 35 Kilometer pro Tag. Und man erlebt zwischendrin die atemberaubende Natur. Man ist ja mitten in der Natur. Der Ausblick, den man hat. Man kommt zwar auch manchmal an Straßen vorbei und es ist laut, aber zwischendrin hat man immer wieder wunderschöne Abschnitte. Also wenn du gerne Natur bist, gerne wanderst oder es ausprobieren möchtest, kann ich dir das auch sehr empfehlen. Eben, dass das einzige Ziel des Tages ist, am Ende irgendwo anzukommen und sich wieder auszuruhen, am nächsten Tag weiterzumachen. Man muss sich keine Gedanken über irgendwelche Termine machen oder Freizeitaktivitäten. Es ist alles sehr, sehr auf das Geringste, sag ich mal, beschränkt. Kein Laptop, am besten kein Handy nutzen, kein WLAN. Einfach mal völlig raus sein. Wie das hier. Das kann man jetzt nicht mehr so gut im Herbst tragen.
einfach auch so von den Farben her, das passt dann doch nicht so ganz. Aber trotzdem kann man ja auch im Herbst in der Mode immer wieder bunte Highlights setzen oder einfach durch so Kleinigkeiten aus einem eher schlichten Outfit etwas ganz, ganz Besonderes zaubern. Was ich zum Beispiel auch cool finde, ist diese Hose hier. Ist auch so ein bisschen dieser Metallic Look. Kamille, Lavendel, so wie mit einem leicht erfrischenden Geschmack der Zitronenmelisse. Ideal für eine Tasse vor dem Schlafen. Sweet Dreams, Bio-Kräuter. Und Lavende. Es ist dann wirklich so ganz langsam vorgegangen und hat dann erklärt, dass sie dann hier am Hals entlang runter massiert oder hier oben die Stirn massiert. Hier so an den Ohren entlang geht. Und das war so unglaublich entspannend. Ich bin so schön eingeschlafen, während ich zuvor aufgrund des ganzen Tages einfach so viele Gedanken hatte, dass ich nicht entspannen konnte. Ich weiß nicht, kennst du das? Man möchte entspannen, dann es einfach noch so viele Gedanken, die einem im Kopf rumschwirren. Aber durch diese Massagevideos bin ich das alles losgeworden und konnte so schön abends einschlafen. Das habe ich dann Wochen und Monate gemacht und habe immer gedacht, Mensch, es wäre doch mal schön, wenn es auch deutsche Massagevideos gäbe und einfach mal neue. Aber die kam nicht. Und sie kam und kam nicht. Und irgendwann habe ich aus Protest gesagt, so, wenn es keiner macht, dann mach's halt ich.
Denn diese Welt braucht mehr Massagevideos. Und dann gehe ich wieder in ausstreichende Bewegungen. Aber diesmal mit meinen Fingerspitzen vor. So, dann eben durch die Haare durch. Gib eine ganz angenehme Shampoo-Massage. Das mache ich dann mit meinen Fingerspitzen.